Was kann man denn jetzt da vom heurigen Pulverfestival erwarten? Wird es wieder so sein wie ein Festival von vor der Corona-Zeit oder gibt es dann doch irgendwo einen Notfallplan in irgendeiner Schublade, sollte sich die Lage verschärfen? Also der aktuelle Plan ist der, dass wir nicht nur ein Festival machen, wie man es von der Zeit vor Corona gekannt hat, sondern eines, das noch besser ist. Und zwar haben wir als großen Pluspunkt gegenüber früheren Jahren einfach gelernt, dass es möglich ist, Anrainer, verträgliche Open-Air-Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen zu machen. Die mussten wir ja quasi zwangsläufig in den letzten 2 Jahren kultivieren und etablieren. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, sowohl das Hallenbad mit all seinen Räumlichkeiten zu nutzen, als auch eben den Außenbereich. Und ja, in Summe ist das dann eine sehr, sehr schöne Kombination, weil das einfach an lauen Sommernächten perfekt funktioniert, dass man zuerst die gemütliche Konzertvariante draußen genießt oder auch, wenn keine Veranstaltung draußen ist, einfach das Ambiente genießen kann. Und trotzdem geht es dann innen drinnen weiter mit viel Rambazamba. Wir sehen hier gerade schon ein Bild eingeblendet. Architektonisch sorgt ja die Poolbar Jahr für Jahr immer wieder für Überraschungen. Also man wartet ja schon drauf, um zu sehen, was ihr euch wieder ausgedacht habt im Bereich vor dem alten Hallenbad. Also wir kennen ja den Poolbar Generator, wo all das kreiert wird, unter anderem. Wie viel von dem, was wir hier sehen, wird denn am Ende umgesetzt werden? Das ist natürlich schon einige Monate her. Inzwischen ist das sehr stark weiterentwickelt und optisch natürlich verfeinert worden. Aber es stellt im Wesentlichen die Grundidee dar, die ziemlich eins zu eins so umgesetzt wird. Der Aufbau hat ja auch letzte Woche schon begonnen. Und es geht munter weiter, weil allzu viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Der Generator selber hat sich auf jeden Fall sehr, sehr bewährt und gibt dem Festival eben Jahr für Jahr ein komplett neues Aussehen. Dieses Jahr hat er erstmals in Hohenems stattfinden können, was wunderbar war und extrem gut funktioniert hat. Und wir haben dieses Jahr uns auch wieder architektonisch den Innenräumen zusätzlich widmen können. Und auch das wird man natürlich zu sehen und zu spüren bekommen.